Tagtäglich werden wir mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs konfrontiert. Sein Ausmaß und seine Bedeutung müssen nicht mehr deutlich gemacht werden. Es ist deshalb nur angemessen, dass wir heute des Kriegsendes in Europa am 8. Mai 1945 gedenken. Für die Stadt Rothenburg ob der Tauber war er bereits am 17. April 1945 zu Ende gewesen. Der Krieg war vorbei. Aber dieser schlichte, nüchterne Satz kann nicht fassen, was in den vorangegangenen 12 Jahren geschehen war. Unterdrückung, Verfolgung, Ermordung, Tod an der Front und bei Luftangriffen, Mangel an Lebensmitteln und anderen Gütern, Zwang zur Anpassung, aber auch außenpolitische Erfolge, Bauboom, glanzvolle Reichsparteitage, eine vermeintliche Volksgemeinschaft, das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Lebenswirklichkeit der Deutschen in verschiedener Intensität bis dahin bestimmt hatte. Dies alles beendete die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Wie die Deutschen und auch die Rothenburger darüber dachten, das war ganz unterschiedlich. Kapitulation, Niederlage, Befreiung, Erlösung, Schlussstrich, Katastrophe, Neuanfang, Untergang, Stunde Null. Die Zuschreibungen sind zahlreich. Wir sprechen heute vom Tag der Befreiung, was damals nur wenigen in den Sinn gekommen wäre. Sie sahen sich als Angehörige einer geschlagenen Nation, die jegliche Souveränität verloren hatte. Welche Zuschreibung ist die richtige? Schon 1949 hat der künftige Bundespräsident Theodor Heuss festgestellt, der 8. Mai bleibe, Zitat, die tragischste und fragwürdigste Paradoxie unserer Geschichte für jeden von uns, weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind. Und der Theologe Helmut Thielicke formulierte mit gleicher Zielrichtung, das Kriegsende löse einen Widerstreit der Gedanken aus.
Die Freude über das Ende der Schreckensherrschaft sei belastet durch die Niederlage des Vaterlandes, so Thielicke, die Toten und die Trümmer. Bewertungen des Kriegsendes wie Niederlage, Befreiung oder Neuanfang sind also im Grunde alle gültig, beschreiben aber jeweils nur Teilaspekte des Phänomens. So ist es nur selbstverständlich, dass sich im Laufe der Zeit die Gewichtung verschoben hat. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in seiner Rede zum 8. Mai 1985 erstmals öffentlich und in politisch herausragender Position die Befreiung vom nationalsozialistischen Unrechtssystem in den Vordergrund gestellt. Dieser Aspekt ist es, der von allen Beteiligten dieses Krieges geteilt wird. Wir gedenken heute des Endes des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, wir rufen uns in Erinnerung, was wir als Gesellschaft und als Nation nicht vergessen wollen. Ich möchte dazu den Blick auf die Menschen lenken, die diesen speziellen Tag, diese Zeit hier bei uns erlebt haben. Es sind Berichte aus dem unmittelbaren Erleben heraus oder Erinnerungen, die erst Jahrzehnte später weitergegeben wurden. Es lässt sich gerade im Rahmen eines nur kurzen Vortrags nicht differenzieren, was ungefiltert weitergegebene Erinnerung ist und wo nur selektiv die als wichtig oder ungefährlich erachteten Erinnerungen geteilt wurden. In jedem Fall zeigen sie uns die ganze Bandbreite der Gedanken auf, die die Rotenburger damals empfanden. Sie zeigen die Reaktionen auf die damalige Realität, die Mentalität der Menschen, aber auch den Wandel, der seither stattgefunden hat. Lebensgefahr war für die Menschen im Rotenburger Land in dieser Zeit immer gegenwärtig. Die Bahnlinien um Steinach herum waren im Frühjahr 1945 mehrfach Ziel von Jagdbombern. Am 31. März wurde Rotenburg als Ausweichziel von einem Luftangriff verheert, der 39 Menschen das Leben kostete. Am Boden drangen die US-amerikanischen Truppen immer weiter nach Osten zur Frankenhöhe vor. Um eigene Todesopfer zu vermeiden, nutzten sie Flugzeuge und Artillerie, um verschanzte Einheiten von Wehrmacht und SS auszuschalten. Das bedeutete für die Ortschaften, in denen sich die Soldaten eingerichtet hatten, die Gefahr von Zerstörung und Tod. So erging es etwa Neustädt, Steinsfeld, Linden und Wildenholz. Vor allem für die Dörfer hingen somit Leben und Tod oft an einer weißen Fahne, und das in doppelter Hinsicht. Vielfach wurden Personen, die eine weiße Fahne hissten, um Menschenleben zu retten, als Verräter oder Feiglinge ermordet. Auch andere, denen die Sinnlosigkeit offensichtlich war, bezahlten diese Einsicht mit dem Leben. Beispielsweise der Rotenburger Johann Rössler, der erkrankt den Volkssturm verlassen hatte und in seine Heimat zurückkehrte. Und die Männer von Brettheim, Friedrich Hanselmann, Leonhard Gackstatter und Leonhard Wolfmeier. Zwischen solchen Endphaseverbrechen und der feindlichen US-Armee waren Verletzung, Verstümmelung und Tod sehr reale Gefahren für die Menschen in Rotenburg und Umgebung. Wie sollten sie mit dieser Spannung umgehen? Die Haltung der Menschen damals im Rotenburger Land gegenüber dem Nationalsozialismus war unterschiedlich. Wir wissen, dass es hier schon vor 1933 breite Unterstützung für die NSDAP gegeben hat. Sie hat bis in die Kriegszeit angehalten. Die meisten passten sich den Erfordernissen des Regimes an oder trugen es aktiv mit. Falls die Leute sich innerlich mit der Zeit distanzierten, haben sie es in der Regel nicht nach außen getragen. Dann gab es die Kinder und Jugendlichen, die praktisch ihr ganzes Leben nichts anderes gekannt hatten. Für sie hing viel davon ab, wie die Eltern dem Nationalsozialismus gegenüberstanden. Einige Jungen hofften, ohne Ausbildung und unzureichend ausgerüstet, den vermeintlichen Endsieg herbeizuführen. Andere meldeten sich nur wegen des sozialen Drucks freiwillig, suchten das Abenteuer oder folgten einem naiven Pflichtgefühl. Junge Männer erlebten als Verpflichtete oder Freiwillige bei Wehrmacht oder Waffen-SS Ähnliches.
Frauen und Mädchen pflegten als Rotkreuzhelferinnen Kranke und Verwundete. Bauern und Unternehmer behandelten Zwangsarbeiter wie Mitmenschen oder beuteten sie aus. Andere unterstützten Deserteure oder verrieten sie. Einige halfen ihren Nachbarn, andere suchten nur den eigenen Vorteil. Wie in allen Krisenzeiten traten sowohl das Beste wie das Schlechteste der menschlichen Natur zutage. Nur zum offenen Widerstand hat es meist nicht gereicht. Während das Ende des Krieges unaufhaltsam näher rückte, wurden die Konsequenzen dieses schon 6 Jahre anhaltenden Kämpfens und Sterbens für die meisten erstmals unmittelbar erfahrbar. Am 16. April sprengte die Wehrmacht die Doppelbrücke, um den Vormarsch der US-Amerikaner aufzuhalten. Am selben Tag erreichte ein Parlamentär der US Army Rothenburg. Gemeinsam mit einigen Bürgern konnte er erreichen, dass die Wehrmacht die Stadt verließ. Ein Kampf um Rothenburg wurde damit vermieden. Am nächsten Morgen kreisten die Amerikaner die Stadt ein und besetzten sie. Damit war der Krieg für Rothenburg vorüber. Die Amerikaner verlangten die Abgabe aller Waffen, unterbrachen Post- und Telefonverkehr, legten eine teilweise Ausgangssperre fest und beschlagnahmten mehrere Gebäude zur Unterbringung der Truppe. Vor diesem Hintergrund möchte ich nun die Erlebnisse einiger Zeitzeugen wiedergeben. Unglücklicherweise liegen uns aus Rothenburg kaum systematische Sammlungen von Zeitzeugenberichten und zeitgenössischen Aufzeichnungen vor. Dennoch gibt es zahlreiche einzelne Äußerungen von Personen aus den meisten Alters- und Gesellschaftsgruppen, die uns einen kleinen Einblick vermitteln können, wie divers die damaligen Haltungen gegenüber dem Kriegsende waren. Recht einheitlich fällt die Bewertung bei denjenigen aus, die 1945 in Rothenburg noch Kinder waren. Für sie spielt das Kriegsende in der Erinnerung häufig keine Rolle. Ihre Wahrnehmung wird bestimmt durch das traumatische Erlebnis der Bombardierung Rothenburgs auf der einen und die Begegnung mit den amerikanischen Soldaten auf der anderen Seite. So berichtet es etwa einer, der sich damals als 5-jähriger Bub in der Galgengasse im Zentrum des Luftangriffs befand und sich noch heute die Bilder seiner Flucht aus der brennenden Stadt vor Augen rufen kann. Seine nächste Erinnerung ist die an amerikanische Soldaten, die bald Kontakte zu den Kindern knüpften und ihm Essen oder Süßigkeiten zusteckten. Beide Erlebnisse, Bombardierung und Begegnung mit den neuartig exotisch wirkenden Amerikanern, waren so tiefgreifend und einschneidend, dass die politisch-militärische Zäsur, nämlich das Ende der NS-Herrschaft und die Einstellung der Kampfhandlungen, dagegen nicht ankam. Obwohl beides in Rothenburg greifbar war, etwa durch die Einsetzung eines neuen Bürgermeisters und das Ende der häufigen Luftalarme, war dieser Wandel letztlich wohl zu abstrakt, zu wenig greifbar und sinnlich, um bleibenden Eindruck auf den kindlichen Geist hinterlassen zu können. In nicht lebensbedrohlichen Situationen nahmen Kinder sowohl vor wie nach Kriegsende außergewöhnliche oder aufregende Momente oft als Abenteuer wahr. Bei den reiferen Kindern, gerade bei jenen, die bereits einer politischen bzw. ideologischen Schulung unterzogen worden waren oder die im weitesten Sinne am Krieg teilgenommen hatten, fällt die Wertung differenzierter aus. Bereits beim Empfinden von Freude über das Ende der entbehrungsreichen Kriegszeit gehen die Meinungen auseinander. Manchmal verspürten diese älteren Kinder Enttäuschung, weil der versprochene Sieg ausgeblieben war. Sie fühlten sich angesichts von Versprechungen auf sogenannte Wunderwaffen und die Überlegenheit Deutschlands betrogen. Dieses Gefühl einer Jugend, die auf Sand gebaut, die von Erwachsenen ausgenutzt worden war, ließ in seiner Bitterkeit zunächst keine Freude aufkommen. Obwohl diese Erinnerung häufig anzutreffen ist, war für die meisten das Gefühl, den Krieg überstanden zu haben, wohl das Wichtigere. Für sie war der 17. April ein bedeutsames Datum, da sie schon verstanden, dass damit einerseits eine Niederlage verbunden war, andererseits aber auch die Aussicht auf Leben und Frieden.
Eine etwas andere Perspektive beschreibt einer, der heute im Rothenburger Stadtgebiet lebt und damals mit 14 Jahren im Mai 1945 auf der Flucht vor der sowjetischen Armee aus seiner westpreußischen Heimat war. Als er von der Kapitulation hörte, habe er ein Gefühl der Erlösung empfunden. Nachdem der Krieg nun vorbei war, hoffte er, in seine Heimat zurückkehren zu können. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, denn dort wollte man die Deutschen nicht mehr haben. Glücklicherweise hat er hier in Rothenburg eine neue Heimat gefunden, wenngleich der Schmerz von Flucht und Vertreibung ihn nicht verlassen hat. Aufgrund solcher Verlusterfahrungen standen viele den Amerikanern vorsichtig bis feindselig gegenüber. Freude über das Ende des Krieges, auch Freude über das Ende der NS-Herrschaft, ging nicht zwangsläufig mit einem Gefühl der Befreiung einher. Deutlich wird Rudolf Markert in seiner Autobiografie. Der damals 15-Jährige erinnert sich, Zitat, »Wenige Wochen nach der Bombardierung kamen unsere Erlöser. Wir danken Gott, dass wir das alles überleben durften. Wie sich bald danach herausstellen sollte, befreiten uns diese nicht nur von einem unheimlichen Joch, sie halfen uns auch weiter.« Auch wenn seine Erinnerung im Laufe der Zeit getrübt worden sein mag, wenn seine damaligen Empfindungen von neueren Zuschreibungen überlagert worden sind, wird die positive Haltung gegenüber dem Kriegsende mit Sicherheit authentisch sein. Dafür spricht auch, dass er den Amerikanern durchaus kritisch gegenüberstand, wenn er festhält, die Amerikaner hätten den Deutschen ihre, Zitat, teilweise ganz und gar anders geartete Kultur aufgedrängt. Sein Fazit, Zitat, gut sind wir davongekommen. Letzteres ist bereits deutlich aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte herausgesprochen. Unter den jungen Erwachsenen, die sich ein eigenes Urteil bilden konnten, finden sich dann zuerst diejenigen, die das Ende der NS-Herrschaft, teilweise auch das Ende des Krieges, deutlich bedauerten. Prominentestes Beispiel dieser Gruppe in Rothenburg ist der ehemalige Bürgermeister Fritz Gehringer, der bei der SS gewesen ist. Er beschreibt das Ende des Krieges in seinen Briefen aus der Gefangenschaft als Untergang dessen, an das er geglaubt hatte. Seine Verlobte ließ ihn umgekehrt wissen, dass er seinen Idealismus, also seine nationalsozialistische Einstellung, begraben müsse, da der Zustand in Deutschland derart sei, dass sie, Zitat, manchmal grad losheulen könne. Man darf aus ihren Briefen schließen, dass eine erneute Herrschaft des Nationalsozialismus für die beiden jungen Leute damals wünschenswert gewesen wäre, sie aber nicht für realistisch hielten. Die am Kriegsende 20-jährige Erika Wörthmann dagegen schreibt in ihren Memoiren nichts über die politischen Veränderungen. Ihr waren unmittelbarere Dinge wichtiger. Für sie war das Ende des Krieges eine Niederlage. Und die möglichen Folgen dieser Niederlage, die machten ihr Angst. Was würden die Sieger tun, da Deutschland ihnen durch die bedingungslose Kapitulation völlig ausgeliefert war? Würden sie sich rächen? Das waren die bangen Fragen, die sich die junge Frau demnach stellte. Diese Furcht teilten einige Rothenburger, die die Stadt vor dem Kommen der Amerikaner sicherheitshalber verließen. In diese sorgenvollen Gedanken mischte sich aber auch staunende Freude über ruhige Nächte ohne Luftalarm und ohne fernen Geschützdonner. Für sie kam dies einem Wunder gleich. Das war auch die Rückkehr der Verwandten von der Front. Doch über allem blieb ein Gefühl der Bitterkeit, denn ihr Gedenken gipfelt darin, dass sie die Amerikaner in jener Zeit als Herren, die Deutschen als Verlierer wahrnahmen. Bei den Erwachsenen gibt es naturgemäß die größte Bandbreite an Gefühlsregungen. Die Führungspersönlichkeiten der NSDAP und die überzeugten Anhänger waren Anfang 1945 und teilweise bis zum Ende des Krieges überzeugt, dass sich der Verlauf noch ändern werde. Der Rothenburger Kreisleiter Erich Höllfritsch verkündete Durchhalteparolen und drohte Kritikern mit strengen Strafen. Für die Mitglieder der Partei und ihrer Gliederungen war das Kriegsende freilich keine Befreiung. Es war eine völlige Umkehrung der Verhältnisse. Es war ein Untergang nicht nur ihres Staates, sondern eine Niederlage mit katastrophalen persönlichen Konsequenzen.
Die Parteimitglieder wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen und zum Teil mit Berufsverbot belegt. Sie wurden bevorzugt bei der Räumung der Trümmer eingesetzt, mit der Begründung, sie könnten so für ihre Verfehlungen büßen. Für viele war dieser Absturz unumkehrbar. Andere konnten ihre Beteiligung herunterspielen, verschleiern oder machten sich so unentbehrlich, dass sie ihnen eine Rückkehr in ihr altes Leben möglich war. Die Rotenburger Gegner des Nationalsozialismus wurden dagegen rehabilitiert. Das galt etwa für die Sozialdemokraten, so Michel Emmerling, der 1933 mit seinen Parteifreunden den Stadtrat verlassen musste, aus dem öffentlichen Dienst entlassen und gar eine Zeit lang in Haft genommen worden war. Dass auch für die Gegner des Nationalsozialismus die militärische Niederlage Deutschlands eine Rolle spielte, zeigt das Beispiel von Oskar Stahl, Pfarrer an St. Jakob und Mitglied der Bekennenden Kirche. Er vermerkte in seinem Tagebuch für den 7. Mai ein lapidares Kriegsende, ohne jede Wertung. In den Einträgen vor Kriegsende bezeichnete er die Amerikaner durchgehend als Feinde, sodass auch er das Ende des Krieges eben als Niederlage seines Landes begriff, obwohl dadurch das glaubensfeindliche System beseitigt wurde. Bei diesen mitten im Leben stehenden Erwachsenen lässt sich vermehrt feststellen, dass eine stärkere Reflexion einsetzt, die durchaus um die eigene Verantwortung für die Ereignisse der NS-Zeit weiß, diese aber nach Möglichkeit verdrängt oder relativiert. Vielfach wurde ein abstraktes Schicksal verantwortlich gemacht oder die Verantwortung wurde allein auf Hitler abgeschoben, der nichts mit Franken zu tun habe, sondern der Mann in Berlin oder gar ein Höllensohn war. Selbst Friedrich Hörner, von den Amerikanern zum ersten Bürgermeister berufen, bediente dieses Klischee in seiner Rede in der ersten öffentlichen Stadtratssitzung. Hier verglich er Deutschland mit einem Riesenschiff, das von einem wahnsinnigen Steuermann und einer verbrecherischen Besatzung versenkt worden war. Bei der Besatzung wird er sich kaum auf die Gesamtbevölkerung bezogen haben, sondern allein auf die Führungskreise der Partei. Dabei hatte sich seine erste Mitteilung an die Bürgerinnen und Bürger noch anders angehört. Im öffentlichen Mitteilungsblatt Nummer 1 vom 20. Juli 1945 schrieb er, dass die Amerikaner mit Blick auf die kampflose Übergabe, Zitat, vom weitaus größten Teil unserer Einwohnerschaft als Befreier herbeigewünscht und begrüßt wurden. Sie waren es auch im buchstäblichen Sinne. Auch wenn er bei dieser Formulierung die Wirkung seiner Worte auf die Besatzungsmacht im Auge gehabt haben wird, enthält diese Aussage sicher einen wahren Kern. Die Wahrnehmung der Soldaten aller Altersgruppen unterschied sich naturgemäß von der der erwachsenen Zivilbevölkerung. Hier stellte das Ende des Krieges eine nicht zu unterschätzende Zäsur dar, denn für die meisten von ihnen war diese Lebensgefahr damit vorüber. So ist das vorherrschende Gefühl bei den meisten von ihnen Erleichterung darüber, den Krieg überlebt zu haben und bei denen, denen eine rasche Rückkehr gelang, wieder daheim zu sein. Denn nicht nur Sicherheit hatten sie ja lange Zeit entbehren müssen, auch Familie, Freunde, ihr Zuhause, vertraute Orte. Für einen großen Teil ging das Leid jedoch unter veränderten Vorzeichen weiter, nämlich in der Kriegsgefangenschaft. Das betraf Rotenburger, die Wochen, Monate oder Jahre festgehalten wurden, aber auch die Kriegsgefangenen, die 3 Monate lang am Toppelweg gefangen gehalten worden waren und als Erntehelfer und bei der Trümmerräumung eingesetzt wurden. Für sie war das Kriegsende zunächst das Gegenteil von Befreiung. Die amerikanischen Soldaten sahen die Deutschen zunächst als besiegte Feinde und oft auch pauschal als Nationalsozialisten, die alle mitverantwortlich für die Verbrechen des Nationalsozialismus waren. Diese aus den Kriegszielen der Alliierten und ihrem Wissen über diese Verbrechen gespeiste Meinung änderte sich im Laufe der Zeit. Ein Bericht aus Rotenburg sticht aus diesem Schema hervor. Demnach bemerkten deutschsprachige amerikanische Soldaten gegenüber Kindern, sie hätten diese befreit. Es waren vielleicht Emigranten, die Deutschland hatten verlassen müssen, weil sie ins Visier der Machthaber geraten waren oder zu geraten drohten.
Für sie war das Ende ihrer Verfolger eine Befreiung. Dass ein Teil der deutschen Bevölkerung dieses Gefühl nicht teilen würde, kam ihnen nicht in den Sinn. Auffällig ist, dass die meisten Berichte vor allem das eigene Leid schildern. Die Bedrohung des eigenen Lebens war die wesentliche Erfahrung. Empathie für diejenigen, die der NS-Staat zu seinen Opfern gemacht hatte, war den meisten unter diesen Umständen nicht möglich. Darin unterscheidet sich Rothenburg nicht vom Rest des Landes. Zentral ist hier neben der Bombardierung der Stadt und der daraus resultierenden Not die nur knapp erreichte kampflose Übergabe der Stadt an die Amerikaner gewesen. Bürgermeister Hörner griff diesen Standpunkt auf, als er im bereits zitierten Mitteilungsblatt Nummer 1 von der Bombardierung und einer darauffolgenden langen Leidens- und Schreckenszeit sprach, ohne auf die Ereignisse vor 1945 einzugehen. In seiner Stadtratsansprache mutmaßte er nach 12 Jahren Nationalsozialismus, das Schwerste stünde Deutschland vielleicht noch bevor. Zitat: Die Zeit der Diktatur ist nun vorüber. Die schrecklichen Folgen derselben werden uns leider noch Jahrzehnte an diese schmachvollste Epoche deutscher Geschichte erinnern. Diese deutsche Schmach überlagerte die Verantwortung und das Leid der Opfer. Diese rein deutsche Opferperspektive zeigt sich noch in den Beiträgen des 1950 erschienenen Buches Rothenburg ob der Tauber, Schicksal einer deutschen Landschaft, das hauptsächlich die Folgen des Krieges für Rothenburg beschreibt. Der ehemalige Rothenburger Stadtamtmann Hans Wirsching beschreibt das vorherrschende Gefühl der Rothenburger nach der Besetzung mit dem Gefühl, ein schweres Hagelwetter überstanden zu haben. Sie waren am Leben und standen doch vor den Trümmern ihrer Existenz. Weiter schreibt er, Zitat: Nun wurde die harte Tatsache fühlbar, was es heißt, ein geschlagenes Volk zu sein. Den gedanklichen Sprung zu den zuvor von Deutschland besiegten und besetzten Ländern machten weder er noch die Deutschen in ihrer Gesamtheit. Sie sahen nur ihr eigenes Leid, nicht seine Ursache und nicht das der anderen. Wirsching weiter, Zitat: Der Bombenangriff vom 31. März 1945 und die Angst vor einem neuen Angriff mit nicht auszudenkenden Folgen hatte die seelische Kraft der hiesigen Einwohner nahezu völlig aufgerieben. Jetzt kam eine neue Sorge, die Sorge um das tägliche Brot und die allgemeine Sicherheit. Das Unglück nach Kriegsende, so die Darstellung, kam nämlich allein von den Ausländern, zum einen von den Amerikanern, aber auch von den befreiten Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Diese hätten wahre Raubzüge durch Rothenburg und das Umland unternommen. Die Polizeiberichte jener Zeit sprechen eine etwas andere Sprache. Neben Vergehen durch diese Gruppen verzeichnen sie weitaus öfter Diebstähle durch Rothenburger und deutsche Flüchtlinge. Und warum auch nicht? Die Not dieser Zeit war ja eine allgemeine und konnte jeden, ungeachtet seiner Herkunft, aus Verzweiflung oder Gier in die Kriminalität treiben. Es gab davon abweichende Meinungen, aber die Mehrheit der Leute konzentrierte sich auf ihr eigenes Schicksal, hatte kein Verständnis für die Opfer des Nationalsozialismus und machte sie eher zu Tätern. Die Stimme der eigentlichen Opfer ist dagegen verstummt. Sie wurden eingeschüchtert, erniedrigt, vertrieben, deportiert, ermordet, sodass wir ihre Perspektive heute nicht hören können. Juden, Jenische, Homosexuelle, Jehovas Zeugen, Kommunisten, Freimaurer, Menschen mit Behinderung, Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, bekenntnistreue Christen, Zwangsarbeiter, offene Gegner des Nationalsozialismus und andere Opfergruppen wurden auch in Rothenburg an den Rand gedrängt und viel zu oft darüber hinaus. Man hat sie zum Schweigen gebracht. Ihre Geschichten existieren in der Literatur und in den Unterlagen des Stadtarchivs nur in der Sprache der Täter und der Beobachter. Aber vielleicht bleibt auch 75 Jahre nach Kriegsende noch Zeit, das zu ändern, wenn Menschen sich finden, die ihre Erinnerungen und Aufzeichnungen dem Archiv als kollektivem historischem Gedächtnis der Stadt überlassen. Ich möchte Menschen, die diese Zeit noch erlebt haben,
oder die Aufzeichnungen darüber besitzen, ermutigen, auf mich zuzukommen. Das Archiv wird alle Erinnerungen gerne aufbewahren. Den Schutz der Persönlichkeit und der Daten gewährleisten wir. Wo bleibt bei alledem der 8. Mai? Im Gedenken der Zeitzeugen kommt er nicht vor. Für sie fand der Krieg bereits am 17. April sein Ende. Dass wir am 8. Mai des Kriegsendes gedenken, ist dennoch gerechtfertigt. Trotz der im Detail abweichenden Erfahrungen in Rothenburg dürfen und wollen wir uns in die nationale und internationale Erinnerungskultur einreihen, denn dieses Kriegsende reicht weit über uns hinaus. Nicht unerwähnt soll deshalb bleiben, dass sich bei den meisten Rothenburger Zeitzeugen aus dieser Leiterfahrung der Wunsch nach Frieden für alle Menschen gebildet hat. Dass wir den 8. Mai als einen Tag der Befreiung begehen, ist nicht zuletzt wegen dieser Lernerfahrung gerechtfertigt. So soll es möglich sein, an diesem Tag beides zu empfinden, ein Gefühl des Verlusts wie ein Gefühl der Befreiung. Deutschland darf nicht und die Deutschen dürfen nicht ihre Verantwortung abstreiten für das, was von 1933 bis 1945 geschehen ist und was seinen Ausgang in diesem Land genommen hat. Dass die Grausamkeiten, die beiläufige Menschenverachtung der NS-Ideologie durch das Eingreifen und die Opfer der Alliierten beendet wurden, war eine Befreiung. Gleichzeitig dürfen wir das individuelle Leid der damaligen Deutschen anerkennen. Zuvorderst, dass der Opfer des Nationalsozialismus und daneben das der Ausgebombten, der Vertriebenen und Flüchtlinge, der Gefangenen, der Ausgeplünderten, der Vergewaltigten, der Witwen, Witwer und Waisen. Die Nachgeborenen dürfen den damals Lebenden nicht ihre Erfahrung von Not und Leid absprechen, die sie niemals nachempfinden können. Aber sie dürfen dankbar sein, dass ihr Leben von der Gefahr, in einem nationalsozialistischen Land aufwachsen zu müssen, befreit wurde. Kapitulation, Niederlage, Befreiung, Erlösung, Schlussstrich, Katastrophe, Neuanfang, Untergang, Stunde Null. Das Kriegsende war alles davon, aber nichts ausschließlich. Da diese Veranstaltung sich das Gedenken zum Ziel gesetzt hat und sich somit mit dem beschäftigt, was wir heute nicht vergessen wollen, komme ich nicht umhin, einen Bogen in unsere Gegenwart zu schlagen. Wir sehen uns derzeit einer Krise gegenüber, deren Ausmaß zumindest für Europa tatsächlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ohnegleichen ist. Man kann keine direkten Vergleiche zwischen Krieg bzw. Diktatur und Pandemie ziehen, schon weil Ersteres mit menschlicher Absicht geschah. Aber eines verdeutlichen uns die aktuellen Geschehnisse. Wie wichtig Frieden und Verständigung sind. Wie wichtig es ist, dass in Politik und Gesellschaft nach dem Ende des Krieges daran gearbeitet wurde, die Nationen wieder zu versöhnen und einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Wir ernten heute die Früchte dieser Versöhnungsarbeit. Es ist offensichtlich, dass sie nicht perfekt ist und auch nicht die Europäische Union als ein konkretes Resultat. Es gibt Uneinigkeit über das richtige Vorgehen gegen die Pandemie. Es gibt Streit über die Art der Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Es gab einseitige Grenzschließungen und nur schleppend anlaufende Solidarität. Doch diese Reibereien, die auch durch menschliche Unzulänglichkeit, individuelle Traditionen und das Chaotische der Situation verursacht wurden, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich in Europa nicht mehr egozentrische Nationalstaaten gegenüberstehen, sondern Partner, die bei aller menschlichen Schwäche das gemeinsame Wohl im Auge behalten. Es zeigt auch, dass sich Stand heute die freiheitliche Demokratie in unserem Land durchgesetzt und bewährt hat. Denn trotz der Einschränkungen, denen wir derzeit unterworfen sind, sind vor allem Meinungs-, Rede- und Pressefreiheit in vollem Umfang gültig und wertvolle Errungenschaften, die dazu beitragen, das Handeln der Regierung zu kontrollieren, zu kritisieren und zu beschränken. Ganz anders, als es während der NS-Zeit gewesen ist. Was also wollen wir nicht vergessen? Dass Diktatur und Krieg, dass Hass auf das als anders Empfundene nur zu Leid und Tod, zu Schuld und Zerstörung führen.
dass Menschlichkeit, Empathie und Solidarität der schwerere Weg sein mögen, doch sie sind der bessere Weg. Wir haben keine Schuld an den Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland. Aber viele Menschen haben für diese Verbrechen und für ihre Beendigung einen hohen Preis bezahlt. Es ist unsere Verantwortung, die Erinnerung daran wachzuhalten. Für uns selbst, für dieses Land und für die Welt. Wir haben die Chance, es besser zu machen. Ob das gelingt, liegt an uns.